Hallo und herzlich willkommen in der Kreuzfahrt Lounge. Ich bin eure Mein Schiff-Expertin Melanie und wir machen heute weiter mit unseren Mein Schiff-Themenwochen. Gestern, ja, da habe ich euch die Mein Schiff-Flotte vorgestellt und heute, da sprechen wir über die Mein Schiff-Reiseziele. Wir möchten heute im Detail darüber sprechen, welche Destinationen, welche Reiseziele ihr mit der Mein Schiff-Flotte bereisen könnt. Und damit legen wir jetzt direkt einmal los. Die Reiseziele der Mein Schiff-Flotte, ja, die sind in verschiedene Kategorien so ein bisschen eingeteilt. Und da habe ich mich so ein bisschen an der Einteilung von TUI Cruises orientiert. Und das macht auch tatsächlich Sinn. Es gibt nämlich einmal Reiseziele, die ihr komplett ohne Fluganreise erreichen könnt. Es gibt Reiseziele, wo ihr bis zu 6 Stunden Anreise per Flugzeug habt. Und dann auch Reiseziele, wo ihr über 6 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs seid. Ja, die Reiseziele ohne Flugzeit könnt ihr euch natürlich denken, das sind Reisen ab bis Deutschland. Dazu gehören natürlich Nordland- und Großbritannien-Kreuzfahrten. Dazu gehören die Ostsee- und Baltikum-Kreuzfahrten und auch die Westeuropa-Kreuzfahrten. Wobei man bei den Westeuropa-Kreuzfahrten, da sage ich gleich noch was dazu, manchmal zumindest einen Flug noch hat. Ja, bei den 6 Stunden Flugzeit oder bis zu 6 Stunden Flugzeit, da befinden wir uns natürlich in der Kurzstrecke oder Maximum in der Mittelstrecke. Dazu gehören die Mittelmeerkreuzfahrten, die Kanarenkreuzfahrten und die Dubai- und Orientkreuzfahrten. Ja, und alles, was über 6 Stunden Fluganreise bedarf, da befinden wir uns natürlich schon im Bereich der Fernziele. Aber hier wird es richtig schön. Hier warten tatsächlich die schönsten Reiseziele der Mein Schiff-Flotte auf euch. Und zwar Nordamerika-Kreuzfahrten, Mittelamerika- und Karibik-Kreuzfahrten und natürlich auch die Asien-Kreuzfahrten. Und was euch im Detail in den einzelnen Reisezielen erwartet, das besprechen wir jetzt. Wir fangen hier einmal an mit den Nordland- und Großbritannien-Kreuzfahrten. Die finden natürlich vorwiegend in den Sommermonaten statt. Denn Norwegen und Großbritannien, da ist Winter und im Winter möchte man da natürlich nur selten hin, vor allem Großbritannien. Nach Norwegen allerdings, da möchte man schon eher mal in den Winter, im Winter hin, denn hier warten ja ganz tolle Kreuzfahrten auf euch, wo ihr unter anderem auch Polarlichter sehen könnt. Und dementsprechend werden zwar die Großbritannien-Kreuzfahrten vorwiegend in den Sommermonaten angeboten, aber Norwegen-Kreuzfahrten ins Nordland, ja, die könnt ihr von Februar bis Oktober buchen. Starthäfen für diese Reisen sind Bremerhaven, Kiel und Warnemünde und auch Hamburg, wobei Hamburg tatsächlich nur ganz selten angefahren wird. Vorwiegend sprechen wir bei Nordland und Großbritannien von Bremerhaven. Ja, und Reisen könnt ihr da in verschiedenen Längen buchen. Die fangen an bei 6 Tagen und ja, die längsten Reisen, die ihr hier buchen könnt, ja, die betragen 14 Tage oder besser gesagt 14 Nächte. Ich persönlich finde es ja immer schöner, von Nächten zu sprechen als von Tagen, weil ja, was ist mit dem An- und Abreisetag? Zählt es jetzt als Tag? Zählt das nicht als Tag? Deswegen, wenn ich von 6 Tagen spreche, spreche ich von Nächten. Hier in meiner Präsentation seht ihr es auch. Da sind Nächte aufgeführt. Ja, so viel zum Thema Nordland und Großbritannien. Da werden wir euch natürlich in nächster Zeit auch noch die einzelnen Routen ganz intensiv vorstellen. Aber hier habt ihr mal einen Überblick. Nordland und Großbritannien vorwiegend in den Sommermonaten von Februar bis Oktober. Möchtet ihr zum Beispiel November oder Dezember verreisen, dann kommt Nordland und Großbritannien für euch schon gar nicht in Frage. Das nächste Reiseziel, ja, das ist die Ostsee und das Baltikum. Auch hier wird vorwiegend in den Sommermonaten mit der Mein Schiff-Flotte hingefahren. Die Reisezeit ist von März bis September. Hier seht ihr natürlich die schönsten Orte der Ostsee. Es geht nach Stockholm, es geht nach Tallinn, es geht nach Helsinki. Da gibt es wirklich viele, viele verschiedene tolle Routen. Reiselängen befinden sich hier im Bereich zwischen 4 und 14 Nächten. Die Starthäfen für die Ostseekreuzfahrten sind Kiel und Warnemünde vorwiegend, hauptsächlich natürlich Kiel, aber auch von Bremerhaven oder auch ab Hamburg wird auf Ostsee- und Baltikum-Kreuzfahrten gestartet.
Das nächste Ziel sind dann Westeuropa-Kreuzfahrten. Diese finden natürlich vorwiegend im Frühjahr und im Herbst statt, denn nicht selten sind das die Transreisen, die vom Norden Europas, also von den deutschen Häfen, dann zum Beispiel ins Mittelmeer oder in die Kanaren gehen, zu den Kanaren gehen. Da fährt man natürlich die westeuropäische Küste entlang. Es gibt aber auch Westeuropa-Kreuzfahrten, die in Bremerhaven starten und auch in Bremerhaven wieder enden, die zum Beispiel nach Lissabon runtergehen. Oder wir haben hier auch die Langzeitreise von Bremerhaven auf die Kanaren und zurück. Das sind quasi alles Westeuropa-Kreuzfahrten, die entlang der westeuropäischen Küste gehen. Wenn wir jetzt natürlich an eine Transreise denken, von Hamburg beispielsweise auf die Kanaren oder ins Mittelmeer, dann könnt ihr euch denken, da haben wir zwar auf der einen Seite keinen Flug, aber auf der anderen Seite, wenn es zurück oder hingeht, dann natürlich den Rückflug oder den Hinflug auf die Kanaren oder ins Mittelmeer. Gestartet wird auf den Westeuropa-Kreuzfahrten hauptsächlich ab Bremerhaven, aber auch ab Hamburg und ab Mallorca wird da natürlich auch gestartet, nämlich dann, wenn es vom Mittelmeer zurück in den Norden geht. Reiselängen sind hier zwischen 7 und 28 Tagen. 7 Tage, das ist natürlich so eine Geschichte ab Bremerhaven, so ein bisschen durch den Ärmelkanal, nach Frankreich und nach England und wieder zurück. Und bei den 28 Tagen, da sprechen wir dann schon von der Langzeitreise auf die Kanaren, die in Bremerhaven beginnt und auch in Bremerhaven endet. Das ist eine sehr schöne Tour, wie ich finde, denn Kanaren sind ein wirklich schönes Reiseziel, aber nicht jeder mag unbedingt fliegen und ohne Flugzeug ist es schwer, die Kanaren zu erreichen. Es ist schließlich eine Inselgruppe im Atlantik und da hat man die Möglichkeit, anhand dieser Langzeitreisen die Kanaren auch ganz ohne Flug zu besuchen. Und so kommen wir jetzt auch schon zum ersten Reiseziel, wo wir definitiv mit dem Flieger hin müssen, und zwar das Mittelmeer, das wunderschöne Mittelmeer. Und auch hier wird, das Mittelmeer wird in den Sommermonaten bereist, und zwar von April bis Oktober. Und hier sprechen wir sowohl vom westlichen als auch vom östlichen Mittelmeer. Entsprechend sind die Starthäfen für die Reisen Mallorca, Kreta, Triest und Malta. Ja, und da könnt ihr Reisen schon ab 4 Nächte buchen. Das sind dann Kurzreisen und bis hin zu 14 Nächten. Das sind so die längsten Reisen, die ihr im Mittelmeer unternehmen könnt. Weiter geht es jetzt dann auch mit den Kanaren. Die Kanaren, die werden im Sommer nicht angefahren. Hier sind wir bei der ersten Winterdestination. Die Kanaren werden nämlich von Oktober bis April angefahren. Das ist für Kreuzfahrten die beste Reisezeit. Wobei wir natürlich auch in der Vergangenheit gelernt haben, dass die Kanaren auch im Sommer eigentlich ganz gut angenommen werden. Aber da hat man natürlich die Schiffe hier eher im Norden positioniert. Starthäfen für die Kanarenkreuzfahrten sind Gran Canaria und Mallorca. Mallorca befindet sich zwar im Mittelmeer, aber es werden auch regelmäßig Kreuzfahrten angeboten, die von Mallorca zu den Kanaren gehen und wieder zurück. Reiselängen liegen hier zwischen 7 und 21 Nächten. Und das letzte Reiseziel mit Flug unter 6 Stunden, das ist Dubai und der Orient. Und auch hier fahren wir in den Wintermonaten hin, und zwar von November bis März. Und glaubt mir, in den Sommermonaten möchtet ihr auch gar nicht im Orient oder in Dubai sein. Da ist es nämlich viel, viel zu heiß. Selbst im Winter könnt ihr hier mit Temperaturen über 30 Grad rechnen. Und da ist es dann gerade so in Ordnung mit dem Aushalten der Hitze im Sommer. Wir waren mal im September in Dubai und da waren es wirklich fast 40 Grad, eine wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Das hat man draußen kaum ausgehalten. Ja, die Starthäfen für die Dubai- und Orientkreuzfahrten sind Dubai oder ist Dubai. Ab weiteren Häfen startet die Mein Schiff-Flotte hier nicht. Reiselängen liegen auch hier zwischen 7 und 16 Tagen, wobei man bei den 16-tägigen Kreuzfahrten dazu sagen muss, dass das keine reine Orientkreuzfahrten sind, sondern meistens Überführungsfahrten, die beispielsweise in Asien starten oder im Mittelmeer und dann im Orient enden. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Fernzielen. Und da fangen wir mit einem meiner absoluten Lieblingsziele an, nämlich Nordamerika. Die Nordamerika-Saison der Mein Schiff-Flotte ist allerdings recht kurz. Die findet nur im Herbst statt, nämlich dann, wenn der Indian Summer in Nordamerika stattfindet.
stattfindet. Dementsprechend finden die Kreuzfahrten im September und im Oktober statt. Starthäfen sind hier zum einen Hamburg, nämlich dann, wenn die Mein-Schiff-Flotte von Hamburg nach Nordamerika übersetzt. Und ansonsten Bayonne, New York. Ja, New York wird da immer so ein bisschen angekündigt. Tatsächlich ist der Hafen aber Bayonne, das ist ein bisschen außerhalb von New York, sogar in einem anderen Bundesstaat, nämlich in New Jersey. Und von da aus kann man aber die Skyline von New York tatsächlich ganz gut betrachten. Man hat aber dann für Ausflüge natürlich ein bisschen weiteren Weg nach New York. Trotzdem aber ja, ein fantastisches Reiseziel. Ihr habt die Möglichkeit, von New York aus dann Richtung Kanada hochzufahren und wirklich den Indian Summer zu erleben. Oder aber auch Richtung Bahamas runter, was auch sehr schön ist. Und hier liegen die Reiselängen zwischen 9 und 14 Nächten. Als nächstes geht es dann schon in die Karibik, nach Mittelamerika und in die Karibik. Und die Karibik-Kreuzfahrten, die finden natürlich auch nur in den Wintermonaten statt, nämlich von Oktober bis April. Im Oktober, da ist die Hurricane-Saison in der Karibik langsam zu Ende und da kann man dann wieder mit gutem Gewissen in die Karibik und nach Mittelamerika reisen. Starthäfen für die Reisen in Mittelamerika und der Karibik sind Barbados, Jamaika, La Romana, Bayonne und Bremerhaven. Ihr lest richtig, Bremerhaven. Da geht es nämlich um Langzeitreisen ab bis Bremerhaven in die Karibik. Das sind Reisen, die sind 35 Nächte lang. Das ist wirklich richtig super. Da könnt ihr wie genauso auf die Kanaren auch in die Karibik reisen, ohne auch nur einmal in den Flieger zu steigen. Ja, Bayonne, das ist natürlich dann die Überfahrt von Nordamerika in die Karibik. Ja, Reiselängen zwischen 12 Nächten und 35 Nächten. Die klassischen Karibik-Kreuzfahrten oder Mittelamerika-Kreuzfahrt, die gehen 14 Nächte. Die Überfahrt von Bayonne in die Karibik, die geht 12 Nächte. Und wie gesagt, die 35 Nächte, da reden wir dann von der Langzeitreise ab bis Bremerhaven. Und dann sind wir auch schon bei unserem letzten Reiseziel der Mein-Schiff-Flotte angekommen, nämlich Asien. Und Asien wird auch vorwiegend in den Wintermonaten, aber auch im Frühjahr noch gefahren, nämlich von Dezember bis Mai. Erstmal brauchen natürlich die Schiffe eine Weile, um vom Sommerfahrtgebiet, was meist ja hier im Norden ist, überhaupt nach Asien zu kommen. Und ja, und im Frühjahr dann geht es richtig in den Bereich China, auch Richtung Japan, sodass man hier dann auch nochmal nicht nur Südostasien hat. Die Starthäfen sind entsprechend Singapur, Hongkong und Dubai. Dubai natürlich in dem Bereich, wo wir dann von einer Überfahrt vom Orient nach Asien sprechen. Die Reiselänge liegen hier zwischen 14 und 44 Nächten. Bei den 44 Nächten sage ich dazu, da handelt es sich nicht um so eine normale Rundfahrt, sondern das ist dann quasi auch wieder die Positionierungsfahrt von Asien zurück in Richtung Mittelmeer, wo aber natürlich auch in Asien gestartet wird und noch einige asiatische Häfen angefahren werden. Ja, das waren soweit die Reiseziele von der Mein-Schiff-Flotte. Es gibt aber auch noch andere Kreuzfahrten, die natürlich in diesen Reisezielen integriert sind. Und da reden wir zum Beispiel von Mini-Kreuzfahrten. Mini-Kreuzfahrten sind Kreuzfahrten mit einer Reiselänge von 2 bis 6 Nächten und die finden vor allem im Mittelmeer und auch im Nordland und in der Ostsee statt. In der Karibik oder im Orient oder auch in Asien, da lohnt sich das natürlich nicht, für 2 oder 6 Nächte auf Kreuzfahrt zu gehen. Dann gibt es die Langzeiturlaube, die haben wir jetzt auch schon ja, ein paar Mal angesprochen. Das sind Kreuzfahrten mit einer Reiselänge ab 26 Nächten. Langzeitreisen könnt ihr in die Karibik unternehmen, auf die Kanaren, auf die Azoren, auf die Kapverden und dann natürlich auch die Weltentdeckerrouten. Das sind dann, wie eben schon im Bereich Asien angesprochen, lange Überfahrten, wo ihr wirklich auch mehrere Kontinente auf eurer Reise besucht. Fast schon eine kleine Weltreise. Ja, dann haben wir natürlich noch Event- und Themenreisen. Hierbei handelt es sich um Reisen mit einer speziellen Themenausrichtung. Die bekanntesten da sind wohl der Jackliner, die Full Metal Cruise, aber auch Rock'n Sail, die es dieses Jahr zum ersten Mal gibt, nämlich eine Kreuzfahrt mit Peter Maffay.
Das wird mit Sicherheit auch sehr interessant. Aber Themenreisen können natürlich auch anders aussehen. Es gibt eine Dartreise, es gibt natürlich Familienreisen, wo der Fokus speziell auf Familien in den Ferien gelegt wird. Es gibt Sportreisen, Golfreisen, es gibt Yogareisen. So, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das fällt alles unter den Bereich Event- und Themenreisen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Transreisen. Das sind Überführungsfahrten zwischen den einzelnen Fahrtgebieten. Und die beliebtesten sind hier natürlich die Transatlantikkreuzfahrten, wenn es dann beispielsweise von Hamburg in Richtung New York geht oder auch von einem deutschen Hafen in die Karibik. Es gibt die Transasienreisen, wo dann die Schiffe von Europa nach Asien übersetzen oder auch die Transarabienreisen, wo es vom Mittelmeer beispielsweise in den Orient geht oder auch vom Orient dann nach Asien. Ja, das war's soweit hier zu den Mein Schiff-Reisezielen. Es sind 9 Stück an der Zahl für 6 Schiffe. Das ist schon eine ganze Menge. Jetzt könnte man meinen, wenn jedes Schiff aber ein Winter- und ein Sommerfahrtgebiet hat, dann müssten das ja eigentlich mehr Reiseziele sein. Aber es gibt natürlich auch Reiseziele wie das Nordland, wo im Sommer durchaus mehrere Schiffe eingesetzt werden. Auch in der Karibik werden durchaus mehrere Schiffe eingesetzt, weil diese Destinationen natürlich so beliebt sind, dass ein Schiff da gar nicht ausreichen würde. Ja, buchen könnt ihr die ganzen Reiseziele natürlich hier bei uns in der Kreuzfahrt-Lounge bei euren Mein Schiff-Experten. Wir sind für euch erreichbar per Telefon und WhatsApp unter der Rufnummer 04167 292 9941 und natürlich auch per E-Mail unter der Anschrift post@meine-kreuzfahrtlounge.de. Und wenn ihr einmal außerhalb unserer Öffnungszeiten eine Buchung absetzen möchtet, dann könnt ihr das natürlich online rund um die Uhr auf unserer Webseite machen: www.meine-kreuzfahrtlounge.de. Ja, oder auch wenn ihr sagt, Mensch, ich brauche keinerlei Beratung, ich kenne mich aus, ich will einfach nur buchen, könnt ihr natürlich auch unsere Online-Buchung nutzen oder uns einfach über die normalen Kontaktmöglichkeiten kontaktieren. Ja, dann würde ich sagen, das war es an dieser Stelle auch schon wieder von mir. Das waren die Mein Schiff-Reiseziele. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare oder ich habe euch ja gerade die Kontaktdaten auch genannt, ruft uns gerne an, schickt uns eine WhatsApp oder eine E-Mail. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich gerne die Daumen nach oben und abonniert auch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn wir neue Videos veröffentlicht haben. Ja, morgen bzw. nein, heute Abend geht es direkt schon weiter. Heute Abend folgt schon das nächste Mein Schiff-Video und heute Abend werden wir über Mein Schiff-Preismodelle und Tarife reden. Ich freue mich auf euch. Bis dann.